Hey Kinders, ich zeige euch geschwind, wie ihr die neue Das 2 Remake Map spielen könnt. Das ist ganz einfach, ihr geht auf Library, dann drückt ihr Rechtsklick auf Counter-Strike und geht auf Properties und dann auf Betas und dann aktiviert ihr diese Beta hier, die 1.36. und so weiter, ihr seht sie ja, zack. Und dann auf Close. Dann steht das auch hier hinten dran und es wird ein Update geladen, das 600 oder 700 Megabyte groß ist. Wenn das geladen ist, startet ihr Counter-Strike, am besten über Steam. Und nun habt ihr in CSGO die Map geladen. Also ich zeige es euch mal kurz hier offline mit Bots. Ich drücke einfach auf das 2 und hier steht schon New. Und das war es eigentlich schon. Also dann könnt ihr direkt loslegen und ein wenig auf der neuen das 2 Map rumschniedeln. Es kann sein, dass es beim ersten Betreten noch ein bisschen laden muss, dass es kurz dauert. Aber das Warten lohnt sich. Ja. Außer einem gefällt die neue das 2 Gestaltung nicht, dann ist es natürlich, ja, nicht wert zu warten. Und hier folgen nun die Gewinner des Knife Giveaways. Passt auf, ich fange von 10 an. Also Gewinner 10, der den 10. Skin bekommt und geht dann hoch bis zu Gewinner 1 und Gewinner 1, Nummer 1, bekommt das Knife. Und alle darunter, also 2 bis 10, bekommen trotzdem eine Kleinigkeit, einen schönen Trostskin. Ich fange wohlgemerkt bei 10 an, okay? Nummer 10, Zen YouTube. Nummer 9, Robin. Nummer 8, Guschel unterstrich. Nummer 7, Relaxo. Nummer... Wo ist die 6? 6, ich habe das so bescheuert aufgeschrieben. Naoki Ish Backfisch. Nummer 5, X-Lord Elias. Nummer 4, Bayouvarus. Nummer 3, Schimmelhorst. Nummer 2, The Gaming Code. Und Nummer 1, Hippie. Und so kommt ihr an euren Gewinn. The Gaming Code, Robin, Relaxo und Naoki, ich Backfisch, haben über Gleam gewonnen. Das heißt, ihr vier müsst euren Gewinn wie folgt abholen. Ihr schreibt mir mit eurer E-Mail, mit der ihr euch auch bei Gleam angemeldet habt, eine E-Mail auf meine E-Mail, die hier unten verlinkt ist, in der Videobeschreibung, dass ihr was gewonnen habt und ich euch den Skin schicken darf. Und in dieser E-Mail schreibt ihr bitte auch euren Trade-Link. Dann kann ich euch den Skin über den Trade-Link dann raushauen. Der Rest hat über Twitch mitgemacht. Das heißt, ihr schreibt mich wie immer als Twitch-Whisper einfach an. Das könnt ihr machen, wenn ich offline bin, wenn ich online bin, völlig egal. In dieser Whisperung auf Twitch, also in dieser privaten Nachricht, steht dann natürlich euer Trade-Link und, ja, irgendein Text. Hey, ich hab gewonnen. Ich heiße auf Steam Kartoffelsalat. Hier ist mein Trade-Link. Viel Spaß mit euren Skins. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.